Hallo, ich bin der Joshua Kimmich, ich bin beim VfB Stuttgart. Das ist jetzt meine dritte Saison. Meine persönlichen Ziele für dieses Jahr sind, mich selber immer weiterzuentwickeln, in die U15-Nationalmannschaft zu kommen, natürlich Oberligameister und Süddeutsche Meisterschaft. Dieser kleine Mann hatte schon damals viel vor. Heute ist er für viele ein kommender Weltfußballer. Joshua Kimmich. Joshua ist ein Spieler, der auf Weltklassenniveau auch spielen kann. Er hat eine enorme Mentalität, also von daher ist er ein Spieler, so wie man es sich wünscht. 10 große Clubtitel mit dem FC Bayern, mit gerade mal 26 Jahren. Und an allen hatte Kimmich einen großen Anteil. Ein einst kleiner Junge aus Schwaben ist heute einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Nach seinen ersten fußballerischen Schritten beim VfB Bösing wechselt Kimmich 2007 im Alter von 12 Jahren zu einem etwas größeren VfB, dem frisch gebackenen Meister aus Stuttgart. Technik, Motorik, Bewegungsabläufe, schon damals wird klar, dass dieser Junge anders ist. Mit 14 der Schritt ins Internat des VfB Stuttgart, 3 Jahre später das Debüt in der A-Junioren-Bundesliga. Für die U17-Nationalmannschaft debütiert er im Alter von 16, ist seitdem immer beim DFB dabei. Außergewöhnlich ambitioniert ist Kimmich schon damals und das passt auch zu dem Verein, der damals auf ihn aufmerksam wird. Drittliga-Aufsteiger RB Leipzig verpflichtet Kimmich zur Saison 2013-14. RB gelingt mit Kimmich der Durchmarsch in Liga 2. Im Alter von 19 Jahren zieht er die Fäden im Leipziger Mittelfeld und beeindruckt damit die Verantwortlichen des Rekordmeisters. Bei den Bayern debütiert Kimmich im September 2015 in der Bundesliga und mausert sich innerhalb weniger Monate zum Stammspieler. Einer seiner größten Förderer, Pep Guardiola, erfindet den zentralen Mittelfeldspieler neu und schenkt ihm das Vertrauen als Innenverteidiger. Und wenn man Pep dieses zurückzahlt, bekommt man auch schon mal eine Liebeserklärung. Großes Kompliment an Michael Reschke und an Bayern München für diese Verpflichtung. So, ich liebe auch weiter mit ihm, mit dieser Teil des Spielers. Kann ich spielen überall Position. Wahnsinn Kompliment für Joshua Kimmich. Das Jahr 2016 ein besonderes für den damals 21-Jährigen. In seiner ersten Bundesliga-Saison holt er mit den Bayern direkt das Double und gibt 2 Wochen später sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Bundestrainer Joachim Löw beruft ihn in den EM-Kader und Kimmich spielt ein starkes Turnier als Rechtsverteidiger. Er kommt mit dem DFB ins Halbfinale und wird ins Team des Turniers gewählt. In den folgenden Saisons wird Kimmich für den FC Bayern wichtiger und wichtiger, spielt immer öfter auch im zentralen Mittelfeld. Nach zahlreichen weiteren Meisterschaften und Pokalsiegen folgt im Jahr 2020 der vorläufige Karrierehöhepunkt. Der Champions League-Titel in Lissabon. Mittlerweile ist Kimmich der Fixpunkt im Münchner Spiel. Er bestimmt das Tempo, löst Angriffe aus und ist torgefährlich. Sein Konto zählt mittlerweile über 100 Scorerpunkte für die Bayern in den 3 großen Wettbewerben. Doch Kimmich erlebt auch Enttäuschung. Mit der Nationalmannschaft ist bei der WM 2018 in Russland schon in der Vorrunde Schluss, bei der EM 2021 im Achtelfinale. Kimmichs Tränen nach dem Aussprechen Bände. Er ist noch lange nicht zufrieden und will so viel erreichen wie möglich. Mit 26 Jahren kommt Joshua Kimmich so langsam aber sicher ins beste Fußballeralter. Vielleicht trägt ihn sein unbändiger Ehrgeiz ja eines Tages wirklich zum Weltfußballer.